Und willkommen zurück zu Blades of Time. Wir sind der letzten stehen geblieben, als wir dieses Teil da kaputt gemacht haben. So, bevor ich in den Altar reingehe, gehe ich mal kurz hier hinter, weil hier wird eine Notiz sein. Yep, da ist eine Notiz und die heben wir mal auf. Doch eine tiefergehende Analyse dieser Bücher wirft noch weitergehende Fragen auf. Eines der Bücher spricht von den zwei wichtigen Punkten des Wesens, die alles Weitere determinieren. Die Beschreibung erinnert flüchtig an eine Art theologischen Denkansatz. Doch ist sie so eindeutig wissenschaftlicher Natur, dass einem Ordnung und Chaos nicht mehr als kosmologische Kategorien erscheinen, sondern als physikalische Phänomene. So, und jetzt gehen wir auch zurück zu unserem Altar. Mal schauen, was wir jetzt für Fähigkeiten, neue Fähigkeiten bekommen. Ich bin gespannt. Aber ich denke mal, ich krieg eh wieder nur die gleichen Fähigkeiten. Ich bin leicht erkältet, tut mir leid. Deswegen müsst ihr euch das jetzt ein bisschen mit antun. Ja. Da ich erkältet bin, nehmen wir gleich mal die Kältestarre mit. Und ein bisschen Kleidbrand. Warum wenden sich die Ätherwächter nicht gegen den General? Wegen der gewaltigen Größe der Chaosarmee und weil die Ätherwächter ihren Tempel verloren haben. Das bedeutet nämlich, dass es keine neuen Krieger für sie gibt. Sie achten auch sehr darauf, nichts Unnötiges zu tun. Und da sie unsterblich sind, haben sie unendlich viel Zeit zu warten. Aber worauf? Auf den besten Zeitpunkt. Worauf warten Sie denn nur? Müssen wir da hoch? Ja. Dann wieder springen wir, aber ich denke mal, wir fliegen. Das sieht mir doch schon wieder nach einem Bosskampf aus. Jedenfalls steht da hinten einer. Ist der größer als die anderen? Oder bin ich jetzt gerade einfach nur doof? Funktioniert das? Sache, das funktioniert, oder? Zumindest hat er die Waffe fallen gelassen. Komm schon, du stirbst bestimmt auch so. Ich glaube, ich muss ihn die Waffe da wegnehmen. Und dann töten wir ihn ganz einfach so. Okay. Ätherwächter müssen einen Angriff planen. Bereitet sofort die Verteidigung des Tempels vor und haltet die Fremden um jeden Preis auf. Was ist denn das Rechte für ein Vieh? Och nö. Ich bleib einfach mal hier hinten in Sicherheit stehen. Obwohl, es wäre bestimmt schlau, wenn ich mir die Waffe da hinten hole. Aber da ich nicht weiß, was das Vieh da hinten ausrichtet. Ich hoffe, zu wackeln. Nein, nein, nein. Komm schon, stirb doch einfach. So. Ich wollte gerade sagen, ich hänge fest. So. Was richtest du mir denn da hinten aus? Ich denke mal, du schickst mir auch so einen. Er schießt auf mich. Lenk seine Kraft auf ihn selbst um. Nimm ihm die Kanone ab. Hab ich da schon? Hier gibt es wohl noch viel zu tun. Ach so. Stimmt, da kann er gar nicht mehr auf mich schießen. Ich habe ihn ja die Kanone weggeschossen.
Der befreit sich da wieder. Ist jetzt komplett eingefroren? Tatsache. Hat so ein gefrorenes Gehirn noch funktioniert? Ich nehme die Waffe mal mit. Ach nee, ich komme jetzt. Ach nee, fuck. Wie soll ich denn die Attacke zurückleiten? Komm ich hier? Nee. Ja, wie mache ich das denn? Du kannst die Waffe auch einfach fallen lassen, das wird es mir ganz einfach machen. Ich soll die Attacke irgendwie zurückleiten, aber ich glaube mal. Beziehungsweise weil ich. Ach Gott. So, ich denke mal da oben, geht es dann gleich nochmal so ein Vieh. Kann ich die Attacke irgendwie zurücklenken? Mit einem Schild oder so? Was ist das? Achso. So, gucken wir mal hier hoch. Scheint nichts mehr, doch da das oben. Das muss übel sein. Auf ewig in einem Eisblock gefangen. Jetzt komme ich aber so. Mir läuft's kalt über den Rücken. Hat die Waffe schon? Hat er sich die Waffe schon hingelegt? Ja. Okay, ich habe eigentlich gar nicht getroffen, aber egal. Was war das denn gerade für ein Strahl? Was ist hier oben? Wo ist denn seine Vieh hin? Was da so umgeflogen ist? Hoffentlich hat Zero einen weniger stressigen Weg gefunden. Stimmt ja. Zero ist ja schon wieder abhanden gekommen. In diesem Dauerfrost verstecken sich sicher interessante Dinge. An dieser Welt aus Eis hätten Wissenschaftler sicher ihre Freude. Aber nur bis die ersten Monster kommen. Ne, ich habe irgendwas gehört. Irgendwo ist ein Monster. Ah, da. Weißt du was? Du kannst mich mal. So. Da hoch. Ich müsste jetzt da runter, aber ich will mal da hoch. Weil hier gibt es bestimmt auch irgendwas. Wohin komme ich denn jetzt hier? Oh. Ja, da gibt es irgendwo einen Schatz. Da ist er. Was kriegen wir denn? Magische Schwerter. Erhöht durch Frostzauber bedingte Schäden. Was habe ich im Moment? Verleiht zusätzlich Rage. Habe ich einen Frostzauber? Ich glaube ja. Auf das Losbrechen von Feinden, okay. Ich nehme mal das hier, oder ich nehme das Feuer. Da ich ja das Feuer eher mehr benutze. So. Gehen wir zurück. Da ich ja noch ganz genau weiß, wo wir letztens mal die Kiste aufgesammelt haben, dass das Spiel abgekackt ist. Hoffe ich mal jetzt nicht, dass das Spiel schon wieder abkacken tut. Ich denk so mal. Viele Krieger sind hier auf furchtbare Art gestorben. Von einer Sekunde zur anderen sind sie zu Eis erstarrt. Passiert halt. Ich glaube, nachdem ich hier einen Cut gemacht habe, beziehungsweise nachdem diese ich einen Cut mache, nicht so einfach umzubringen.
gönne ich mir erstmal ein Eis. Du musst nach etwas Wirkungsvollerem Ausschau halten. Heißt das, ich muss sie zu Staub zermahlen? Wenn du meinst. So, die Zombies sind also nicht so zu erledigen. Also muss ich wohl an das Ding da hinten. Und das stelle ich jetzt am dümmsten wie an. So, kommt ihr mal hierher. Sie erstehen wieder auf. Ja, ich habe sie noch nicht mal angegriffen, aber egal. Ja, das würde sie sicher aufhalten. Ich kann versuchen, die Monster in die Mitte des Feldes zu locken. Und dann? In die Mitte des Feldes. So, kommt mal hierher. So. Jetzt ganz schnell wieder hier hin. Und Schuss! Na okay, da fährt noch einer. Komm her. Komm her. Hier bin ich. Put. Na kommst du jetzt mal her. Aua! Dafür stirbst du, das weißt du. Na? Hat dir das gefallen? Ich denke, das Portal ist ganz in der Nähe. Noch eine Schatztruhe. Also, ohne dich und die Altäre hätte ich es niemals bis hierher geschafft. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Warum können die Menschen die Kraft der... Gewehr der Chaossteine. Erhöht der schwere Treffer bedingte kritische Trefferschäden. Ich denke mal, das ist das Gleiche. Deswegen gönnen wir uns das jetzt einfach mal. Wie die Waffe aussieht. Altäre nicht so nutzen wie ich? Ich weiß es nicht, Ayumi. Vielleicht haben sie Angst oder sie sind nicht so gut wie du. Du schmeichelst mir. Ich weiß, du machst dir Sorgen um Zero. Zero hat mir alles beigebracht, was er weiß. Ich bin sicher, dass er es schafft, hier wegzukommen. So, gucken wir uns erstmal die neue Waffe an. Die wir jetzt gerade ein bisschen doof erkennen können. Aber ja, sie sieht gut aus. Macht hier auch das, was ich... Ja. So. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Eine Brücke, ein Berg. Und ganz, ganz viel zum Herumspringen. Diese Brücken. Warum bauen sie nicht etwas, das sicherer ist? Ich weiß schon ganz genau, wo das jetzt hier enden wird. In einen kleinen Bosskampf. Du bist zu weit gegangen, Ayumi. Der General wird dich nicht verschonen. Doch er bereut es, eine solche Kriegerin zu verlieren. Er hat uns ermächtigt, dir ein großzügiges Angebot zu unterbreiten. Schließ dich den Streitmächten des Generals an, Ayumi. Und wenn ich nicht mitspiele? Dann haben wir das Recht, dich auszulöschen. Wie beeindruckend. Aber was eure Befugnisse angeht... Was ist schon? Nein, das war's noch nicht. Ja. Alter, da wollte ich jetzt gar nicht hin. War's schon? So viel Getue. Und im Nu war es vorbei. Das kann nicht sein, oder? Da oben, Ayumi. Die sind ja überall. Komme ich hier hin? Ja. Nein, 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 nein. Die Frage ist gerade, was ich überhaupt machen muss. Ja, das kennen wir schon. Überspringen. Das war's schon? So viel Getue. Kommen wir hier oben irgendwelche? Und im Nu war es vorbei. Da oben, Ayumi. Die sind ja überall.
Au. Drei. Ich hoffe, ich mache das auch richtig. Ich könnte auch einfach mit meinem Sprung dahin springen. Aber ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Entweder überschätzt der General seine Krieger oder er versucht, mich auszutricksen.